2 mega gute Trading-Tipps in nur einem einzigen Video? Das habe ich heute für euch vorbereitet. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Trading-Tipp. Und heute habe ich für euch 2 mega gute Sniping-Filter am Start. Und falls ihr öfter solche Videos haben wollt, wo ich 2 Trading-Tipps in nur einem Video raushaue, dann lasst jetzt einen Daumen nach oben da und schreibt mir auch in die Kommentare, ob ihr die Serie Trade to Marquisio demnächst wieder sehen wollt. Wenn ja, dann nehme ich in den nächsten Tagen eine Folge auf. Also schreibt einfach mal Hashtag Trade to Marquisio in die Kommentare, falls ihr die Serie wieder sehen wollt. Und hier haben wir dann auch direkt den ersten Deal gemacht. Also, ihr müsst beim ersten Sniping-Filter LS eingeben und dann bei 1200 Münzen snipen und dann haben wir einen Buffal für 1000 Münzen bekommen und den können wir einfach mal für 1600 Münzen reinstellen. Ihr habt es gesehen am Anfang, das ging richtig, richtig schnell und somit machen wir pro Karte einfach mal circa 500 Münzen Gewinn. Ein bisschen EA-Gebühren muss man natürlich auch abziehen und dann haben wir hier auch noch weitere Karten gekauft, die habe ich alle für 1200 Münzen oder so gekauft, also alle unter 1200 Münzen und dann haben wir hier den Buffer eben auch verkauft und dann kommen wir auch direkt schon zum zweiten Sniping-Filter. Ich finde, der erste ist doch noch ein bisschen besser, weil man einfach pro Karte einen wahnsinnig guten Gewinn einfahren kann. Bei der zweiten Methode macht man pro Karte nicht so einen heftigen Gewinn, aber dafür macht es die Masse aus, sage ich mal. Man bekommt mehr Spieler, es geht schneller, die Spieler zu snipen. Hier haben wir einfach einen Rodrigo bekommen für 400 Münzen, da snipt ihr euch die einfach und den können wir für 600 Münzen reinstellen. Das ist ein Gewinn von 200 Münzen. 5% EA-Gebühren muss man natürlich noch abrechnen. Das ist in diesem Fall aber nicht viel. Das sind ungefähr 30 Coins, die man abziehen muss. Das heißt, wir haben 170 Coins reinen Gewinn. Das ist auf jeden Fall auch nicht schlecht für nebenbei. Und ja, dann snipen wir einfach weiter. Und das ist die zweite Trading-Methode bzw. der zweite Sniping-Filter. Und ja, schreibt also wie gesagt Hashtag TradeToMarquisio in die Kommentare, falls ihr die Serie wiedersehen wollt. Und ansonsten war es das eigentlich auch schon von meiner Seite aus. Ihr könnt gerne noch den ersten Link in der Beschreibung abchecken. Dort geht es zu meinem Partner IG Vault. Dort könnt ihr mich natürlich auch unterstützen. Wenn ihr über meinen Link einkauft, würde mich sehr, sehr freuen. Und vielen Dank auch für euer krasses Feedback in letzter Zeit. Ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Und dann war es das mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage auch schon immer, ciao Leute, FIFA Stars.